Hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Geruchsfeuer, der Plattform für Eau de Toilette, Eau de Cologne, Eau de Parfum und Eau de Extrait. Euer Manager ist Titi und hier ist die Titelmusik. Abonniert bitte meinen Kanal, wer noch nicht hat und wer schon hat, danke für die Treue. Ich habe heute drei Eau de Parfums, wie gesagt, ein Eau de Parfum, ein Eau de Toilette und ein Eau de Cologne zur Darbietung, also als Präsentation, wird es präsentiert. Und ich beginne mit John Varvatos GV XNG Nick Jonas. Es kommt in diesem Flakon. Flakon bitte. Die Hauptakkorde sind aromatisch, holzig, frisch, würzig, zitrisch, grün, aquatisch, Lavendel, frisch, soft, spicy, pflanzlich. Dann die Inhaltsstoffe sind in der Kopfnote, befinden sich Cascalone, Mandarinenorange, Limette, rosa Pfeffer. In den Herznoten Lavendel, Minze, Salbei, Rosmarin und Hedoine. Und in der Basisnote ist Clearwood und Sandelholz. Das war GV XNG Nick Jonas, John Varvatos. Jetzt kommen wir zu Tom Ford Eau de Sole Blanc. Das ist das nächste. Hallo. Den Geruchstest haben wir vergessen, zuerst noch. Wir sind noch bei John Varvatos. John Varvatos, da. Das riecht gut. Eine? Eine 10, ja, doch, das ist eine 10. Eine 10, hat die anonyme, geheime Kamerafrau gesagt. Eine 10. Jetzt kommen wir zu Tom Ford Eau de Sole Blanc. Kommt in diesen Flakon. Diesen rechteckigen gestalteten Flakon mit goldene Manschette hier und hier drauf und sie wird zwimmeln. In den Hauptakkorden sind zitrisch, weiße Blüten, Kokosnuss, süß, Vanille, Tuberose, grün, aromatisch, ambriert, frisch, würzig. Die Inhaltsstoffe beziehen sich auf Kopfnoten wie Bitterorange, Neroli, Zitronat, Zitrone, Bergamotte, Pistazie, Pomeranze, Kardamom, rosa Pfeffer, Kümmel. In den Herznoten Tuberose, tunesische Orangenblüte, Ylang Ylang, Jasmin, Galbanharz und in der Basisnote Kokosnuss, Vanille, Tonkabohne, Ambra und Benzoinharz. Das war Eau de Sole Blanc von Tom Ford, das ist das Eau de Toilette. Kann ich euch nur empfehlen. Wie man schreibt, muss man genau aussprechen, also buchstabiere ich. E-A-U, also O de D-E Solel S-O-L-E-I-L B-L-A-N-K C Sole Blanc auf Google finden und einkaufen, nachkaufen. Dann könnt ihr auch diesen wunderbaren Geruch, den wir jetzt austesten werden, nachempfinden. Das ist auch gut. Auch eine 10? Ja. Da haben wir Top-Parfums. Mhm. So wie jedes Mal, nur ja, sie sind ja manchmal nicht so gut beachtet. Aber dieses sind auf jeden Fall 10er Parfums, das ist ihre Meinung. Das ist nachzukaufenswert. Stimmt's? Ja. Und jetzt das letzte noch, haben wir schon mal gehabt, das wird dir nicht ganz 10 riechen. Es ist das Eau de Cologne. Das erste war das Eau de Parfum, das zweite war das Eau de Toilette und das ist das Eau de Cologne. Es ist Gold Leather von Atelier Cologne. In den Hauptakkorden finden wir Leder, holzig, fruchtig, rum, Oud, warm, würzig, süß, animalisch, rauchig, zitrisch. Wir finden in den Ingredienzen in der Kopfnote Rum, Pflaume, Safran, Bitterorange, in der Herznote Eukalyptus und Beifuß und in den Basisnoten Leder, Agerholz, Guajakholz und Zedernholz. Wobei Agerholz ist Oud. Oder Räucherholz auch genannt.
Das schaut so schön aus, gell? Mhm. Ja, ist auch. Und es riecht auch. Also ich liebe es. Für mich ist es eine 10, ich weiß nicht, wie es für dich riecht. Aber. Das riecht auch gut. Auch eine 10? Ja. 13. 3 Zehner. Dann möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Das war heute die Präsentation von 3 10 von 10 Punkten bewerteten oder Toilette oder Parfum oder, oder Cologne. Und die anonyme Kamerafrau freut sich sicher auf das nächste Mal. Sie sagt den Daumen nach oben. Also dann, tschüss, Baba, Leute. Thank you.